Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Eber. Thema dieses Videos ist die These, Lernen ist langsame Arbeit. Die Inspiration zu diesem Video kommt aus einem sehr empfehlenswerten Buch, das da heißt Energiekompetenz. Energiekompetenz und die Autorin heißt Verena Steiner. Und in diesem Buch zitiert sie, also Verena Steiner, die Autorin, zitiert oder nimmt Bezug auf ein anderes Buch, das da heißt Die Entdeckung der Langsamkeit. Und in diesem fiktiven Buch, Die Entdeckung der Langsamkeit, wird geschildert die Erkenntnis eines Kapitäns eines Schiffs, der erkennt, die langsame Arbeit ist die wichtige. Alles, was schnell entschieden werden kann, lasse ich den ersten Offizier machen. Das heißt, wir haben hier die Unterscheidung zwischen dem, was wirklich wichtig ist und dem, was nicht so wichtig ist, über das Kriterium der Geschwindigkeit bzw. der Langsamkeit. Und ich finde das sehr inspirierend und sehr bemerkenswert und möchte diesem Gedanken dieses Video widmen. Lernen ist nämlich auch langsame Arbeit. Und das mag im Moment widersprüchlich erscheinen, denn meine Positionierung am Markt ist ja Schnelllernexperte und das will ich erklären. Mein System besteht aus drei wesentlichen Schritten, SSL, und L ist das eigentliche Lernen und Lernen ist langsame Arbeit, denn dieses Lernen wiederum besteht aus drei Schritten, verstehen, vertiefen, verwenden. So, und das ist im Grunde schon der Beweis. Lernen ist, also was Sie hier haben, ist also ein Prozess. Was Sie hier haben, das erste S, ist die Selektion, ist Vorarbeit, die ich gemacht habe. Das zweite S ist die Strukturierung, ist Vorarbeit, die ich gemacht habe bei allen meinen Lernsystemen, die ich anbiete, ist jeweils nur ein Schritt. Ist, wenn man es selber erarbeitet, auch ein Prozess, natürlich, aber für den Nutzer ist es eine vollendete Tatsache. Und der Grund, warum ich deutlich mehr Geschwindigkeit biete, warum man bei mir sehr viel schneller zum Erfolg kommt, liegt hier und nicht hier. Ein bisschen auch da bei dem Lernen, weil auch da die Dinge sehr, wie soll ich das sagen, es wird dem Lernen sehr leicht gemacht, die Worte, die ich wähle, sind sehr stark durch Verständlichkeit geprägt und so weiter und so weiter. Aber der wesentliche Vorteil liegt in der Selektion und in der Strukturierung. Und das ist Vorarbeit, die ich gemacht habe. Sie haben bereits ein vorselektiertes Lernkonzept und ein strukturiertes Lernkonzept und müssen den Weg dann nur noch gehen. Aber dann ist es langsame Arbeit. Lernen ist langsame Arbeit. Lernen ist nicht etwas, was schnell passiert. Lernen ist ein Prozess. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, dass man hier, wenn man sich zum Beispiel vorbereitet auf eine Prüfung, wie sagen wir Betriebswirt, IHK, technischer Betriebswirt, Wirtschaftsfachwirt oder irgendwas sonst, dass man, wenn man hier das Ziel hat, das Ziel ist die erfolgreiche Prüfung, dass man sich auf einen Weg begibt und dieser Weg ist ein innerer Prozess. Und die Gesetzmäßigkeiten von Prozessen, die habe ich in einem anderen Video gerade mal versucht zusammenzustellen. Ja, was passiert, welche innere Entwicklung man durchmacht und was man beachten muss, wenn man sich auf einen inneren Prozess begibt. Man sollte also mit sich selber geduldig sein, denn Lernen ist langsame Arbeit. Das ist also eines der Sachen, die hieraus folgen. Man braucht eine gewisse Geduld. Ja, dass man eine Sache versteht oder dass man eine Handlung gut ausführen kann, wie zum Beispiel einen Lauf auf der Klaviertastatur zu spielen, erfordert Geduld, erfordert Verständnis für sich selber. Ich benutze mal ein großes Wort, erfordert Selbstliebe.
Sie brauchen, wenn Sie sich auf einen Lernprozess begeben, einen liebevollen Umgang mit sich selber, weil Sie in einem inneren Prozess sind, der nicht immer und jeden Tag Ihnen Erfolgserlebnisse liefert. Ja, Sie wissen aus meinen Motivationsvideos, wo ich diese Motivation mal so ein bisschen kritisch beleuchtet habe und gesagt habe, Motivation ist schön und gut, aber was man letztlich braucht, ist Disziplin. Da finden Sie die Grundstruktur jeder Motivation und jedes Motivationstrainers. Der Mensch ist ein Vergnügungssucher und Schmerzvermeider. Ein Vergnügungssucher und Schmerzvermeider. Und auf diesem inneren Prozess, der einen zu einem Lernziel führt, ist es nicht so, dass man jeden Tag Vergnügen und Erfolgserlebnisse hat. Man könnte auch sagen, Erfolgserlebnisse suchen und Schmerzen vermeiden statt Vergnügen. Hier, dieser innere Prozess, besteht nicht jeden Tag aus Erfolg. Und deswegen braucht man Geduld, man braucht Selbstliebe, man braucht einen liebevollen Umgang mit sich selber, wenn das auch mal an einem Tag nicht so erfolgreich war. Und man braucht natürlich alles, was zu Disziplin gehört. Ich wiederhole es nochmal, weil ich das für viel wichtiger halte als das Ganze, was da mit Motivation und Motivationstrainern gemacht wird und was die so machen. Es sei denn, Sie haben diesen Aspekt wesentlich im Programm. Na, dann sieht das schon wieder anders aus. Man braucht Disziplin und Disziplin bedeutet hier vor allem Durchhaltevermögen. Man braucht auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Ich bilde mir ein, dass ich das durch mein Lernsystem nicht so sehr austeste, ja, wie hoch Ihre Frustrationstoleranz ist, weil ich mir einbilde und eigentlich auch durch den Markt bestätigt sehe, dass man bei mir relativ früh und relativ häufig Erfolgserlebnisse hat. Aber ich kann das nicht versprechen, ich kann das nicht garantieren und ich kann nicht sagen, dass es jeden Tag so ist. Was ich definitiv weiß, ist, dass anderswo Ihr Durchhaltevermögen und vor allem Ihre Frustrationstoleranz erheblich getestet wird. Das kann ich mir nach 25 Jahren in diesem Markt mit Sicherheit sagen. Und es ist in den 25 Jahren kein bisschen besser geworden. Ja, die Situation ist hier auf diesem Markt genau noch die gleiche wie vor 25 Jahren. Es wird schlecht unterrichtet, die Skripte sind unstrukturiert, das Ganze ist zerlegt. Nach dem Motto, pro Fach ein Dozent, die sich untereinander kaum kennen, die definitiv ihr Lernsystem nicht noch aufeinander abgestimmt haben. Der eine hat Skripte, der zweite hat Folien, der dritte hat gar nichts und so weiter und so weiter. Das erzeugt und erfordert beim Lernenden eine erhebliche Frustrationstoleranz. So, aber zurück zu meinem Ausgangspunkt. Wenn man sich also auf diesen Lernprozess hier begibt, dann muss man wissen, dass man hier keine unmittelbare Belohnung sofort am nächsten Tag oder am gleichen Tag bekommt. Und ich habe den Eindruck, dass das vielen gar nicht so bewusst ist. Ich habe den Eindruck, dass viele, zum Beispiel ist immer das gleiche Phänomen, die Leute zum Beispiel treffen sich zum Abend- oder Wochenendunterricht und am ersten Abend oder am ersten Tag sind sie alle da. Ja, dann sind also alle da, alle, was weiß ich, 15 Leute in der Klasse sitzen da. Und dann geht der Unterricht los und dann fängt das an zu bröckeln. Ja, am nächsten Wochenende sind nur noch so viel da. Am nächsten Wochenende auch wieder etwas weniger. Und irgendwann, nach 3, 4, 5 Wochen, wenn der Lernprozess im Gang ist, sieht das plötzlich so aus. Ja, da hat sich der harte Kern herausgeschält, die dieses Durchhaltevermögen und die Frustrationstoleranz haben. Das sind gleichzeitig auch die Menschen, die generell im Leben erfolgreicher sein werden, als die hier sozusagen weggebröckelt sind, ja, die hier rausgefallen sind aus dem Spiel. Ja, wenn nur noch die hier übrig geblieben sind. Das sind generell, ne, kann man generell sagen, die Menschen,
die, wenn man jetzt 10 Jahre, 20 Jahre weiterschaut, mit Sicherheit mehr Erfolg haben werden oder gehabt haben werden, als die Menschen, die hier rausgefallen sind. Denn diese Menschen, die sagen nicht, das ist Schrott, was die da machen, ich suche mir jetzt eine Alternative, sondern sie brechen komplett ab. Ja, also wenn ich sage rausfallen, dann ist das der komplette Abbruch. Ja, nicht etwa das Finden einer Alternative, eines besseren Anbieters, sondern der komplette Abbruch des gesamten Projektes. Und diese Menschen werden definitiv weniger erfolgreich haben als die, die Durchhaltevermögen und Disziplin mit sich bringen. Also, noch einmal zum Abschluss des Videos der zentrale Satz. Die Erkenntnis des Kapitäns war, die langsame Arbeit ist die wichtige. Alles, was schnell entschieden werden muss, was schnell gemacht werden kann, überlasse ich meinem ersten Offizier. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, und ich erkenne diese wirklich wichtigen Dinge daran, dass sie langsam sind. Und in diese Kategorie fällt auch das Lernen. Lernen ist langsame Arbeit. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.